Wir wollen jetzt über Algorithmen reden, mit denen wir sozusagen Biologie erstmals auch mathematisch in Formeln fassen können. Zunächst mal muss man sich darüber verständigen, was sind überhaupt Algorithmen. Ja. Da wird ja nun gerade heute viel drüber erzählt, auch in der Presse. Und ich denke, auch hier fangen wir ganz anschaulich einfach mal an. Wie erfährt jedermann heute, was Algorithmen sind? Natürlich in der Grundschule mit den Grundrechenarten. Das sind die ersten Beispiele, wenn wir addieren lernen und multiplizieren und sowas, dann lernen wir die ersten Algorithmen kennen. Und das geht dann weiter, wenn die Menschen arbeiten und gehen zu VW oder BMW und stehen vielleicht am Fließband und dann erleben sie auch Algorithmen. Das sind nämlich die Arbeitsschritte, genau taktiert und festgelegt in ihrer Reihenfolge und letztendlich gibt es ein Programm. Und das Programm kann man symbolisch aufschreiben. Erst das und dann soll das passieren und so weiter. Und dann das und wenn das nicht ist, dann machen wir das und so weiter. Und das ist im Grunde ein Programm und das wird im Computerprogramm abgebildet. Nichts anderes ist im Grunde ein Computerprogramm und der große Turing, von dem wir eben gesprochen haben, der hat sozusagen ein Prototyp beschrieben, auf dessen Details ich hier nicht eingehen will. Aber das ist im Grunde, hat sich bis heute erwiesen, der Prototyp für all unsere Computerprogramme, ob das der Superrechner hier, der Leibniz-Rechner in München ist oder in meinem Smartphone oder was auch immer. Ja? Und jetzt können wir aber auch noch einen Schritt weiter gehen. Diese Computerprogramme in den Rechnern, die gehen aus von einem Symbolalphabet mit nur zwei Zuständen, nämlich 0 und 1, diese binäre Welt, die Bits, sagen wir heute. Gehen wir in die Natur, finden wir übrigens auch Algorithmen. Das sind die Algorithmen, die gehen mit einem anderen Alphabet um, nämlich mit einem Viereralphabet, nämlich die DNA oder Fünferalphabet, je nachdem. Das heißt, wir symbolisieren das mit den Buchstaben. Die finden wir natürlich nicht in der Natur. In der Natur finden wir molekulare Konstellationen. Aber sie verbinden sich in einer regulären Struktur, die wir abbilden können in einem Computerprogramm. Wir erhalten damit einen genetischen Algorithmus. Das heißt, die Natur steckt schon voller Algorithmen. Dass wir das symbolisch machen, das ist sozusagen Beiwerk. Ja, das hängt mit unserem Gehirn und sonst wo mit zusammen. Aber diese Strukturen, die sind längst da. Und genetische Algorithmen, ja, wenn wir unser Gehirn selber ansehen, finden wir auch Algorithmen. Das sind Lernalgorithmen. Die funktionieren nach den Synapsen in ganz bestimmter Weise. Und die lassen sich empirisch nachweisen, sie lassen sich symbolisch beschreiben. Und wir haben heute eine wunderbare Theorie mathematischer Art über Lernalgorithmen. Das heißt, letztendlich die Prozesse, die wir zum Beispiel im Gehirn vorfinden, zum Beispiel die Verschaltungsmuster, von denen ich eben gesprochen habe, lassen sich in Algorithmen abbilden. Wir kennen noch nicht alle Details, aber die Gehirnforschung geht heute von der Arbeitshypothese aus und das ist eine Arbeitshypothese, die bisher bestens bestätigt ist. Alles, was wir an kognitiven, mentalen Leistungen an Menschen beobachten, ist korreliert, verbunden mit bestimmten neuronalen Aktivitäten. Das können wir in einzelnen Fällen sehr gut nachweisen, bei den anderen bleibt es bisher noch eine Hypothese, aber alles spricht dafür, dass es genauso ist. Und nun kommt mein Punkt, was die Algorithmen betrifft. Diese Prozesse im Gehirn lassen sich im Prinzip algorithmisch abbilden. So, jetzt komme ich zu Ihrem Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn das Selbstbewusstsein ein mentaler Zustand ist des Gehirns, dann können wir auf jeden Fall heute mit aller Vorsicht sagen, die neuronalen Prozesse, die für die Entstehung von Selbstbewusstsein verantwortlich ist, lassen sich durch solche Algorithmen beschreiben. Nicht mehr und nicht weniger müssten will ich sich im Moment einmal sagen. Beschreiben lassen. Oder müssten sich einmal beschreiben lassen, wenn dem alles so ist, wie wir hier annehmen und wenn wir die Basis haben. Und das hängt natürlich jetzt massiv von empirischer Forschung ab und ich bin mal gespannt, wie sich das also entwickelt, wie lange das geht. Aber dass zum Beispiel auch so ein mentaler Zustand wie Bewusstsein entscheidend von den neuronalen Strukturen abhängt, kennt jeder Mediziner aus dem Alltag. Nämlich wenn diese entsprechenden Areale ausfallen, der Herr Schumacher oder andere
bedauernswerte Patienten lassen hier grüßen wirklich, dann fallen diese Bewusstseinsstrukturen auch aus. Oder nehmen Sie das Phänomen der sogenannten Seelenblindheit, hat man das so das nett genannt. Das habe ich noch nie gehört. Seelenblindheit ist einfach Folgendes. Man kann also feststellen bei einem Patienten, dass seine visuelle Wahrnehmung völlig gesund funktioniert, abläuft ganz normal, aber er weiß nicht, dass er zum Beispiel diesen Baum wahrnimmt. Es ist ihm nicht bewusst. Warum? Weil das entsprechende dafür zuständige Areal im Gehirn ausgefallen ist. Und diese Ausfälle, das ist nicht etwas, was durch Unfälle jetzt eine Ausnahme bildet, sondern wir werden alle ziemlich alt heute und wir werden alle in Zustände der Demenz geraten. Das sagt uns die Medizin gnadenlos voraus. Und dann werden wir das alle an uns selber erleben, wie diese Areale unterschiedlich da ausfallen. Also ist jetzt eine gut bestätigte Arbeitshypothese, dass auch sowas wie Bewusstsein damit zusammenhängt. Und dann warten wir mal ab, wie diese Algorithmen aussehen. Übrigens, noch was. Algorithmus, weil ich eben von den Fließbändern geredet habe und von den Rechenarten. Algorithmus muss nicht so sein, dass sequenziell ein Zahnrad ins andere greift. Sondern der Algorithmus, die Algorithmen können auch sehr gut Zufälle beschreiben. Das war übrigens eine dieser genialen Ideen auch von Turing gewesen. Und dieser Gedanke hat mich fasziniert seit meinem Studium. Und meine Dissertation geht wesentlich um eine Berechenbarkeit jenseits der Turing-Berechenbarkeit. Das ist aber mutig. Und Turing hatte die Idee gehabt, das ist auch bekannt in seiner Dissertation, die kennt man weniger, die hat mich damals sehr interessiert, man kennt viele andere Sachen von ihm. Da hat er die Idee entwickelt der sogenannten Orakelmaschinen. Orakelmaschinen, das sind einfach Maschinen, die haben nicht nur die festgelegten Instruktionen, die hintereinander kommen, sondern da wird mal eine Instruktion angenommen, von der man gar nicht weiß, ob sie berechenbar ist oder ob sie nicht berechenbar ist. Und das ist ja unser Alltag. Das heißt, die Berechenbarkeit hängt ab von diesem, das hat er dann Orakel genannt, wie das Orakel von Delphi. Und das kann zum Beispiel auch ein Zufallsmechanismus sein. Dann komme ich also zu statistischen Turing-Maschinen. Mit anderen Worten, ich kann auch algorithmisch solche Welten beschreiben. Und das wird auch längst in der Wissenschaft getan. Übrigens, wenn wir hier gerade beim Zufall sind, ja, da kommt jetzt gleich noch eine Nachfrage. Ach, da kommt noch eine Nachfrage. Also ich sage schon mal Folgendes. Ja. Der Zufall ist nicht, wie man lange Zeit in der Wissenschaft geglaubt hat, irgendwie der Worst Case und der Störfall. Das Gegenteil ist der Fall. Der Zufall, ich sage es mal jetzt etwas metaphorisch, um auch die Bedeutung zu unterstreichen, der Zufall ist ein unglaublich kreatives Element. Das ist die Innovation. Ohne den Zufall sehen wir alt aus. Dann wäre die Evolution überhaupt nicht zustande gekommen. Denn, und das kennen wir alles heute aus der Informatik, von den Algorithmen, wenn wir also Millionen, Milliarden von Fällen haben und arbeiten die alle stur hintereinander ab, ja, und wenn die Evolution darauf angewiesen wäre, dann wäre sie noch immer da, wo sie mal angefangen hat, nämlich bei irgendwelchen Molekülen. Ja? Sondern der Trick bestand eben darin, dass man einfach mal mutig diesen Fall genommen hat und rechnet den durch. Und jetzt nicht der Reihenfolge nach, sondern jetzt mal diesen Fall und so weiter. Das heißt also, es ist eine unglaubliche Effizienzsteigerung, auch dadurch, dass man den Zufall reinbringt. Das nur am Rande. Ja, aber ich muss jetzt dann doch nochmal nachfragen, ja, weil Zufall ja nicht notwendigerweise gleich Zufall ist, jedenfalls wenn man es mal philosophisch betrachtet. Vor kurzem habe ich eine Sendung zu dem Thema gemacht und der Frage Pseudo-Zufall und echter Zufall. Mhm. Ihre Aussagen sind sowohl mit Pseudo-Zufall richtig als auch mit echten Zufall. Ich meine den echten Zufall. Und das ist jetzt also, Sie sind ein Befürworter des nicht-deterministischen Weltbildes. Jetzt sind wir dann an dem Punkt, wo wir schon mal kurz waren, weil wenn Sie an den echten Zufall glauben, dann
braucht es ja diesen Input von außen in gewisser Weise, diesen echten Zufall, der in die Welt hineinkommt, das kreative Element darstellt. Also, wenn ich nicht an den echten Zufall glauben würde, dann hätte ich erstens kein Buch geschrieben über den kreativen Zufall und zweitens könnte ich kein Anhänger der Quantenphysik sein. Und die Quantenphysik, das ist wirklich das Größte, was die Physik bisher zustande gebracht hat. Das ist wirklich eine ganz geniale Mathematik und wirklich beeindruckende neue Art des Denkens auch. Und da spielt der echte Zufall eine Rolle. Und das ist die berühmte Auseinandersetzung mit Einstein. Und alle Experimente heute weisen darauf hin, Experimente betone ich, ja, EPR-Experimente und so weiter, das ist nicht mehr Science Fiction und Mathematical Metaphysics, sondern das ist empirisch, soweit das im Rahmen der Experimente möglich ist, überhaupt gut bestätigt heute. Also insofern ist das. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, es gibt keinen echten Zufall in diesem Universum. Ja, es ist auch richtig. Informatiker bis auf die, und Ähnliches. Ja, würde ich jetzt, wenn der Informatiker gebildet ist und kennt sich auch in der Quantenphysik aus, dann wird er das nicht mehr behaupten können. Ja? Und der Zufall ist nicht der Störfall, sondern der Zufall lässt sich ja auch mathematisch beschreiben. Also einer der Sie werden mich ja eventuell noch fragen nach den großen Denkern, die mich beeindruckt haben. Einer, der mich auch sehr beeindruckt hat aus dem 20. Jahrhundert, ist Kolmogorow, der große russische Logiker Kolmogorow, Begründer der Wahrscheinlichkeitstheorie, aber auch ein großer Theoretiker der Algorithmenwelt. Ja, und der über den Zufall nachgedacht hat und auch nachgedacht hat darüber, was bedeutet der Zufall eigentlich jetzt für die algorithmische Welt. Mhm. Im Grunde ist es ja, jetzt sind wir bei dem Punkt, jetzt muss ich auch Butter bei die Fische tun und es jetzt also auch kurz verdeutlichen. Also der Kolmogorowsche Gedanke ist der folgende und da kommt er aus der Algorithmenwelt. Wir können uns Muster, vereinfacht könnten wir die Bits nehmen, 0 und 1, und schauen uns Sequenzen von Nullen und Einsen an. Und wenn da jetzt steht 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, und ich habe das 100 Mal in 100 Bits da stehen, dann ist ja einfach zu sagen, das ist 50 mal 0, 1. Ja, 50 mal 0, 1. Als würde ich jetzt da 100 Mal auch diese Ziffern hinschreiben. Ja, und so können wir uns auch andere Muster nehmen. Das heißt, die Information können wir komprimieren. Ja. Ja? Reduktion. Und dann gibt es eben Folgen, wo das nicht mehr geht. Genau. Und die würden wir sagen, ist nicht regulär. Also das wäre auf jeden Fall eine Definition von Zufall in dem Sinne von nicht regulär, jetzt mit Hilfe einer solchen Sequenz beschrieben. Aber das ist noch, das ist der eine Zugang. Der andere Zugang kommt tatsächlich über die Quantenphysik, dass man also gezwungen ist, geradezu anzunehmen, dass die Zustände nicht determiniert sind. Denn wenn man unterstellt, sie wären determiniert und baut eine Mathematik, die genau das beschreibt, dann führt diese Mathematik zu, das hat John Bell und andere haben das ja gezeigt, zu Voraussagen, überprüfbaren Voraussagen, die im Experiment widerlegt werden. Das ist die Entscheidung für Einstein. Alles andere, Einstein hat es ja nicht mehr erlebt, alles andere hätte Einstein nicht akzeptiert. Nebenbei gesagt, diese EPR-Experimente, wie der Name ja sagt, Einstein, Podolsky, Rosen, das waren seine Mitarbeiter, ist ja eine Idee von Einstein. Ich meine, da sieht man noch etwas anderes. Wenn Einstein irrt, dann irrt er auf hohem Niveau. Dann gibt er selbst die Bedingungen, wie er irrt. Ja, und das sind die EPR-Experimente. Also in dem Sinne spielt das schon eine ziemliche Rolle. Aber was den Informatiker jetzt an der Sache auch fasziniert, ist, dass der Zufall, das sieht der Informatiker auch, natürlich sehr kreativ ist. Pseudo-Zufall ist im Grunde harmlos. Das heißt ja nur, ich hochkomplexe Algorithmen habe, die der Rest der Menschheit nicht versteht. Ja. Und das reicht dann, um jetzt bei Sicherheitskodierungen darauf zurückzugreifen, weil die Computer, bis sie das mal gefunden haben,
dann existieren wir schon längst nicht mehr. Aber da muss ich sagen, da sollten wir auch vorsichtig sein, denn eines Tages haben wir vielleicht doch die Quantencomputer. Und dann müssen wir die mit der Quantenwelt... Die kommen, hat man den Eindruck. Ne? Ja, mühsam, die, aber... Mühsam, ja, ja, hat man schon vor 20 Jahren gesagt. Das wird aber noch eine Zeit lang dauern. Die Mathematik ist ja auch hier schon da. Man hat den Shor-Algorithmus und so weiter und weiß, was wäre, wenn. Und man weiß insbesondere, wenn der Quantencomputer da ist, dann müssen die Karten nochmal neu gemischt werden. Denn dann hat man es mit diesem Zufall zu tun im Sinne der Quantenphysik. Und den muss man da berücksichtigen. Und das ist kein Pseudo-Zufall mehr. Das ist dann der echte Zufall. Das ist der echte, genau. Ja.